Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Sofans Kafka Video Game. In der letzten Folge wurde ja die arme Felice anscheinend umgebracht und wir müssen jetzt als Gregor Samsa den Mordfall aufklären. Da gab es ja dieses lustige Affenrätsel mit der Zahl Pi, die mir nicht mehr eingefallen ist. Und ja, jetzt sind wir hier wieder auf so einer lustigen Brettspielkarte unterwegs. Na, mal gucken, was wir hier wieder machen müssen mit Mahjong-Stein, okay. Ich würde super gerne Mahjong spielen. Diese Stadt ist wie ein schäbiges Casino, in dem man immer verliert. Ah, ich muss dieses Hindernis beseitigen, da es den Weg zum Restaurant blockiert. Die Chips hier wahrscheinlich. Huch, was haben wir? Aha. Oh Gott, ich ahne ganz Furchtbares. Was können wir denn alles so machen hier? Ich muss als erstes auf jeden Fall probieren, hier die Chips wegzuballern, wie bei dem Lebensbalken. Aber funktioniert diesmal nicht. Können wir ein Foto machen? Oh, können wir das nochmal machen? Nee, wir kriegen leider kein Foto von uns. Schade. Ah, wir müssen immer auf die richtigen Zeichen einfach nur gehen, okay. Ja, das ist ja easy. Also, zumindest auf den ersten Blick. Ich hoffe, uns erwartet jetzt nichts Schlimmes. Wahrscheinlich kann es auch passieren, dass wir Chips wieder draufkriegen. Das wäre natürlich fies. Ich glaube, so einfach, wie wir das hier gerade denken, ist es nämlich nicht. Ja. Was passiert jetzt? Okay, nicht schlimm. Alles gut. Dürfte funktionieren. Und ein Herz. Okay, das war easy. Sonst können wir ja nichts machen. Schade. Okay, haben wir geschafft. War ganz einfach. Fast zu einfach, würde ich sagen. Aber gut. Und wir sind im Restaurant. Oh, der arme Hirsch hier. Wow, hat ein langes Geweih. Aber oh, traurig. Na gut, was können wir hier machen? Mit dem Herren wahrscheinlich reden. Oh, hier ist ein M. Hier ist ein L. Müssen wir uns merken, dass die Buchstaben an der Wand sind. Ein B. Sehen wir noch was? Okay. Wie kann ich Ihnen helfen, mein Herr? Sparen Sie sich Ihre Nettigkeiten. Ich brauche Informationen. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass Sie wissen, wovon ich rede. Lassen Sie mich zuerst die Spezialitäten des Hauses anbieten. Was? Wir sind in einem Restaurant. Wir sollen einen Origami-Vogel-Kranich essen. Okay. Also Papier ist jetzt nicht so meine Lieblingsspeise. Oh Gott, ich ahne ganz, ganz Schlimmes. Huch. Okay, ich dachte schon, jetzt kommt hier sonst was, dass wir hin und her ziehen müssen an dem Vogel. Okay, ein Bär und ein Füchschen. Ich kann es nicht lesen. Los Baptist. Nee, das kann ich nicht lesen. Das ist zu unkenntlich. Schade. Huch. Ein Bär. Auch putzig. Das ist ja nie, also das ist aber mal schön gemacht. Wenn ich jetzt auf den Fuchs drücke, kommt ein Fuchs. Oh, das ist ja toll. Oh, ich wollte auch gerne immer mal sowas machen. Ich habe einmal in meinem Leben versucht, Kraniche zu basteln. Ja. Es war ein großer, großer Misserfolg. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich habe die Anleitung überhaupt... Also ich glaube, ich habe tatsächlich auch als Jugendliche dann eine englische Anleitung benutzt, weil ich kein Deutsch gefunden habe. Und das am Schluss kam etwas Ähnliches wie ein Kranich raus, aber... Das mit diesem, man kann ja eigentlich an dem Schwanz ziehen und dann bewegt sich irgendwie der Kopf nach vorne und hinten. Das hat nicht funktioniert. Huch. Eine sehr korpulente Sau. Und ein, hier, wie heißen die denn? Triceratops. Was klicken wir da an? Mal das Schweinchen. Oh, weil das ist ein bisschen schlanker. Drücken wir mal. Ah, okay. War also falsch. Dann machen wir das nochmal. Triceratops. Ach, das ist ja cool. Ob man, also man kann in echt ja richtig viel machen mit Origami tatsächlich. Oh, Schmetterling, eine Rose. Die würde ich gerne sehen. Wow. Schön. Also wenn ich das könnte, dann wäre, glaube ich, meine ganze Wohnung voll von diesen Origami-Teilen. Okay, das war aber auch nicht richtig. Dann klicken wir mal den hübschen Schmetterling an. Das ist auch wieder nur so ein Hin- und Her-Klicken irgendwie. Oh, schön. Putzig. Aber ich mag es trotzdem. Oh, ein Boot und ein Fisch. Ich würde ja super... Oh, ich würde beides gerne sehen. Wir machen erstmal einen Fisch. Hui. Okay. Nicht so eindrucksvoll. Oh, schade. Jetzt haben wir das Boot nicht gesehen.
Okay, Blumen und ein Schlüssel. ATTP. Sollte ich mir das notieren, ist jetzt die Frage. Die Buchstaben stehen da doch bestimmt nicht umsonst. Moment. Bevor wir hier irgendwie irgendwas vergessen, ich weiß nicht, das Spiel ist ja eigentlich meistens ziemlich nett, aber ich will kein Risiko eingehen. Also A, T, T, P. Ich male mir das auch mal kurz nur auf, wo die Zeichen denn sind. T ist da, da, da. Okay. Einfach mal zur Vorsicht. Klicken wir mal einfach darauf. Und wir haben einen Schlüssel. Können wir mit dem Schlüssel jetzt was machen? Scheiße. War der Schlüssel jetzt einfach falsch oder was war das Problem? Ist jetzt natürlich die Frage. Ich würde auch gerne mal das. Na komm, wir machen es jetzt richtig. Müssen wir vielleicht. Müssen wir hier jetzt vielleicht aussuchen, was wir anklicken? Also ich habe gerade P angeklickt, ne? Dann klicke ich mal A an. Ja, hier kommt immer das Gleiche. ATTP. Müssen wir jetzt auf irgendwas achten? Warte mal, ich gucke mir mal kurz die Zeichnung an. Hier ist A. Hier ist dann zweimal T. Also ich glaube, dass das dann die T-Dinger sind. Und das ist P. ATTP. Pat. Tap. Ja, also ein wirkliches Wort kann man daraus jetzt nicht machen, oder? Die Buchstaben hier im Hintergrund waren auch ganz andere. Da war ja ein. Ich weiß nicht, hier ist ein L, ein B. Nee, das hat damit nichts zu tun. Wo habe ich gerade drauf geklickt? Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt einfach mal. Nee. Okay. Das wird jetzt, glaube ich, das Rätsel eben, wo man jetzt da genau raufklickt. Denke ich. Wir sind beim Schlüssel auf jeden Fall richtig. Also das muss stimmen. Sonst würde der ja nicht erscheinen. Jetzt ist nur die Frage, was klicken wir an? Meine Katze dreht hier gerade durch. ATTP. Warte mal. Kriegen wir den Hinweis vielleicht auf dem Ding? Weil hier sind auch große Buchstaben, aber. T. Na, nee. So richtig rausstechen tun die nicht. Ich klicke mal jetzt hierauf. Scheiße. Oh, ich will nicht jedes Mal diese ganze Reihe wieder machen. Okay, es dauert jetzt nicht ewig, aber. Sind wir überhaupt richtig bei dem Schlüssel, ist die andere Frage. Warte mal, ich klicke mal nur mal so aus Spaß das Boot an. Okay, also wir sind beim Schlüssel auf jeden Fall richtig. Jetzt ist wirklich nur die Frage wahrscheinlich mit diesem ATTP, was das genau zu bedeuten hat. Fischchen. Ach, das könnten sie einem auch ersparen. ATTP. Weil das T ist auch hier, also das ist auch nicht, wie der Schlüssel dann da angezeigt wird. Das Blöde, sobald ich klicke, ist halt alles weg. Also ich kann auch nicht, ich wollte ja gerade hier ziehen, das geht nicht. Ich versuche es nochmal mit dem Ziehen, aber nee, man kann nicht ziehen. Leider. Okay. Überlegen. HTTP, aber daraus kann man auch kein wirkliches Wort machen. Pat, tap, Pitta. Nein, das geht irgendwie nicht. Also es ist auch, glaube ich, kein englisches Wort. Stehen die für irgendwas? Ja, jetzt müsste man. Also, ich weiß nicht, wie die einzelnen Schlüsselteile auf Englisch heißen. Ey, 100 Pro nicht. Ich versuche mir das hier genau anzugucken, aber. T, T, P. Ja, wir haben auch das. Also, wir haben jetzt auch jedes einmal angeklickt. Das hat nichts gebracht. Was anderes als anderes schwarz. Also es ist auf jeden Fall irgendwas am Schlüssel, was wir anklicken müssen. Vielleicht A, T hätten wir. Ey, wäre ein kleines P, aber. Ha. Nee. Ja, Buchstaben anklicken bringt auch nichts. Ich glaube, wir müssen unseren Notizblock befragen. Ich habe gerade einfach. Also ich. Ich würde da gerne hin und her klicken und gucken, was wir machen sollen, aber ich habe eigentlich keine Lust, immer wieder dieses Rätsel von vorn zu machen. Das ist echt anstrengend. Also immer wieder die ganzen Dinger durchzuklicken. Andererseits ist es natürlich auch blöd, immer den Notizblock zu benutzen. Müssen wir hier einfach reinklicken?
Was könnte das Rätsels Lösung sein? Ich verstehe auch nicht, warum hier drei so eine Zinken sind. Das kapiere ich auch nicht. Ja, bei dem Aufgemalten war ja eigentlich nur der hier unten. Aber wir haben die auch alle angeklickt. Also es ist auch nicht, dass die dann irgendwie reingehen können. Tja. Oder sind wir ganz falsch? Nee, aber die anderen Dinger haben wir auch versucht anzuklicken. Das ist Quatsch. Das bringt auch nichts. Ich würde gerne mal noch eine andere Sache versuchen. Aber nee, es wird auch nichts bringen. Wenn wir jetzt hier die Blume anklicken. Kriegen wir ja tatsächlich eine Blume. Okay. Huch! The American Museum of Antiquities. New Big Exhibition soon. Also es gibt eine große neue Ausstellung von Antiquitäten im amerikanischen. Also es gibt ein amerikanisches Museum von Antiquitäten und da gibt es eine große Ausstellung. Okay, der Schlüssel war einfach. Oh, ist das fies. Da legen die einen tatsächlich rein mit diesem Schlüssel und dem Buchstaben und man überlegt, was das soll. Und dabei war es die Blume oben. Was zur Hölle soll dieses Werbeplakat? Ja, auch schön. Kriegst erstmal hier im Restaurant auf den Essensteller ein Werbeplakat hingelegt. Es lohnt sich sehr, diese Ausstellung zu besuchen, mein Herr. Und achten Sie besonders auf das allererste Exponat. Okay. Ich weiß nicht, was Sie für ein Spiel spielen. Aber wenn Sie mich betrügen wollen, komme ich zurück. Und es wird Ihnen nicht gefallen. Huch. Was? Milius non incipient? Quam desino? Ich habe keine Ahnung mehr, wie man Französisch ausspricht. Ich hatte mal Französisch, aber keinen Plan. Ja, ich weiß auch nicht, was das heißen soll. Ich werde mal gucken, ob ich es nachschlage oder ihr sagt mir das einfach, wenn ihr der französischen Sprache mächtig seid oder des Google-Übersetzers. Ja, wenn ich dran denke, gucke ich selber nach und... You know? Nee, ich weiß es nicht. Okay. Aber irgendwie auch ganz cool, also auch diese lateinischen Sprüche, die da öfter mal kamen, irgendwie ist das ganz cool gemacht. Solange ich das Französische nicht verstehen muss. Und das Lateinische. Nope. Oh Gott. Sind wir gerade eingebrochen? Oh, und ich dachte, wir besuchen die Ausstellung ganz regulär. Nein, wir brechen ein. Ich habe keine Zeit darauf zu warten, dass das Museum öffnet, um die Ausstellung anzusehen. Gut, dann bricht man halt einfach mal ein. Nope. Ist das hier? Das ist ein Vorhang mit Reißverschluss. Okay. Kann ich hier was... ich kann gar nichts anklicken. Warum nicht? Mich selbst? Nein. Hallo? Ist das ein Fehler? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, wir haben auch einen Notizblock. Das heißt, hier ist tatsächlich auch irgendwas los. Also hier ist auf jeden Fall ein Rätsel. Nur kann ich überhaupt nichts anklicken. Ich klicke mal auf mich rum. Nein. Das ist sehr seltsam. Also ich kann halt wirklich... Ich klicke hier gerade wie wild überall hin und her, aber es passiert einfach nichts. Ich höre im Hintergrund Enten quaken. Was? Ist das normal? Nope. Open hätte ich gerne, aber... Ah! Ach Gott, ernsthaft? Okay, ja, open. Achso, jetzt, schön. Adjektiv geöffnet. Yay. Da sind die Englischkenntnisse. Okay. So. Oh, das ist cool. Guck mal, wir können tatsächlich mit dem Reißverschluss so aufschieben. Das ist ja schön. Ja, aufbleiben. Oh nein. Das ist die Tür aus der Fabel. Mal sehen, welches Geheimnis sich hinter diesen Toren verbirgt. Tu's nicht. War das nicht ein ganz, ganz dünner Spalt? Es ist so dunkel. Wa? Komm herein, ich habe schon eine ganze Weile auf dich gewartet. Okay. Hallo? Kann ich irgendwas anderes machen? Okay. Eine Frau namens Felice hat mich beauftragt, sie zu finden. Gestern wurde sie tot in ihrem Hotelzimmer gefunden. Daher habe ich nur eine Frage. Was zur Hölle geht hier eigentlich vor? Niemand hat Felice getötet. Ich glaube, das ist gar nicht möglich. Denn sie hat nie existiert. Was?
Wenn das wahr ist, woher habe ich dann diese Uhr? Lass mich mal sehen. Oh Gott. Was? Apfel? Apfel. Okay. Auf V. Kann ich das hier irgendwie anwählen? Huch! Okay. Muss ich jetzt einfach das V da oben hinkriegen, oder? Hä? Muss ich jetzt irgendwie einen Apfel hinkriegen? Ich weiß es nicht. Oder ist das jetzt nur irritierenderweise wieder da? Also ich traue diesem Spiel ja immer nicht. Die offensichtlichen Sachen sind es ja nie. Kann ich irgendwas anderes machen? Den Zeiger von sich aus schieben? Nee, ich kann wirklich nur die Dinger hier machen. Okay. Aber was könnte denn hier wie Apfel aussehen? Gar nichts eigentlich. Also ein P kann ich hier nicht ausmachen. Ah, warte mal. Andersrum gesehen vielleicht? Oh, aber nee, ist nichts was wie ein P. Ich glaube, das ist total Schwachsinn hier. Mit dem. Könnten das Buchstaben mal geben? Also hier hätten wir ein A, ein X, XI, ja super. Also eigentlich haben wir nur hunderte Is und ein X und ein A. Apfel. Und ich wette, das ist einfach nur wieder, um einen total zu verarschen, weil man jetzt die ganze Zeit an Apfel denkt und das ist totaler Quatsch. Sind das überhaupt immer? Ja doch, das sind die gleichen, die da rumwechseln. Das wären nicht andere Buchstaben. Nee. Es sind dieselben. Ach du Scheiße. Ich versuche gerade auch irgendwie mir das andersrum vorzustellen, weil ich glaube, dass es nicht halt nach innen geht, sondern ja hier nach außen, weil das A ist ja dann auch so rum. Warum steht da Apfel? Furchtbar. Und hier, die Zeiger haben die auch was zu bedeuten. Heißt das, wir müssen da anfangen? Warte mal, warum steht da Apfel? Das Spiel ist in Englisch. Da müsste Apple stehen. Oder? Aber gut, da ist immer noch kein P da. Weil die ganzen Buchstabenrätsel waren ja trotzdem immer im Englisch. Also eigentlich müssten wir jetzt trotzdem in Englisch denken, wenn das denn Buchstaben sein sollen. Apfel. Muss ich jetzt das Alphabet durchzählen? Oh Gott, das wäre ja furchtbar. Könnte es sein, dass wir jetzt wirklich Apfel einmal im Alphabet durchzählen müssen? Also dann wäre das halt hier jetzt die 1, dass es mit 1 anfängt sozusagen. Weil A ist der erste Buchstabe, aber wir kriegen die 1 da gar nicht hin. Ja, ist ja auch noch die Frage, wo würde es überhaupt anfangen? Wenn das jetzt das Rätselslösung wäre. Ach du Scheiße. Ich kann jetzt nicht die 100 Zahlen hier durchdingsen. Wäre das überhaupt möglich? Oh Gott. Also das hier, X ist ja, steht ja mal für 10. Dann hätten wir jetzt hier 11. Also 10, ach so, warte mal. Müssen wir vielleicht einfach nur die Reihenfolge richtig hinkriegen? Aber dann ist immer noch die Frage, wo wir anfangen. Ich lass mal kurz einmal die 1 hier. Haben wir eine 2? Das ist da. 1, 2. Können wir die 2 auch da unten hinkriegen? Ja, können wir. Na, irgendwie glaube ich nicht, dass es so ist. Warum müssen wir die 1 da oben hin machen? Also, es ist ja immer noch eine Uhr, ne? Wahrscheinlich doch eher dahin. Welches war es jetzt? Ach, scheiße. Ja, wieder zurück. Dann versuchen wir jetzt einfach mal die Reihenfolge hinzukriegen. 3. Das geht überhaupt nicht. Wir bräuchten jetzt 4, 5. Doch, es. Hier stimmen jetzt nicht. Aber es geht ja nicht. Wenn wir jetzt die Dinger wieder verrücken, dann stimmen die da nicht mehr überein. Nee. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. Hier brauchen wir jetzt eine 6. Wo sind die 6 hier oben? Ist es das? Nein. Ah. Hier. Ja, und jetzt haben wir nämlich die 3 verhunzt. Wo ist denn jetzt die VI? Hier. Jetzt sind wir hier die VI, aber hier ist jetzt 1x.
Also hier hätten wir jetzt die 9. Wenn wir die anderen jetzt dahin drehen. Huch, was soll ich jetzt. Ha, ich kann mir nicht merken, immer welches was ist hier. Aber die 1 da unten. Aber es dreht sich ja trotzdem immer gleich mit. Das dürfte sich ja überhaupt nichts nehmen. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und jetzt haben wir hier schon wieder dasselbe Problem. Das funktioniert nicht, weil wir drehen die ja immer wieder in die gleiche Richtung mit. Huch. Nee. Das war's nicht. Entschuldigung. Ja, das auch nicht. Immer dieses falsche. Nee, hier ist natürlich wieder so Versuche, die VI kriegen hier auf jeden Fall wieder die einzigste. Können wir die Uhr irgendwie ändern? Also Reihenfolge ist meines Erachtens nicht möglich, weil wir die ja nur in die eine. Können wir die in die andere Richtung drehen? Nee. Die dreht sich immer in dieselbe Richtung. Und hier? Was? Was? Okay. Okay. Dann ist es vielleicht doch möglich. Halt. Ah, da war gerade die 3. Was ist hier gerade passiert? Was passiert hier? Okay. Wir tauschen immer die und die da hinten. Ach du Scheiße. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Die 6, die 6, die 6 ist hier unten hin. Oh Gott. Ach du Kacke. Das wird nicht einfach. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das stimmt sogar. Ja, und nu? Es ist meines Erachtens richtig. Scheiße. Wir müssen garantiert hier auch anfangen, richtig? Sollte aber jetzt eigentlich trotzdem funktionieren, oder? Ha! Ha! Wow, ich habe mir das doch schwerer vorgestellt, als es dann war. Das Problem ist, wir müssen jetzt aber endlich mal beenden, weil die Folge geht schon 22 Minuten. Nun ist alles aufgeklärt. Zeit, diesen Albtraum zu beenden. Aber ist dies das echte Leben oder ist es nur Fantasie? Öffnen Sie Ihre Augen. Doktor, was war das? Hypnose. Nun wird alles gut werden. Albträume werden Sie nie wieder heimsuchen. Ich danke Ihnen, Doktor. Ich kann Ihnen kaum sagen, wie dankbar ich bin. Auf Wiedersehen. Wie, war das jetzt alles noch innerhalb Ihrer Hypnose vom Anfang? Ernsthaft? Was? Wirklich? Okay. Ich glaube, wir sind durch. Wir haben das Spiel zu Ende gespielt. Das war kurz. Also, ich glaube, das war jetzt knapp über 2 Stunden nur. Ich mag die Musik gerade. Okay. ja, also, damit wären wir am Ende von The Kafka Video Game, also Franz Kafka Video Game, Entschuldigung, von Dedelic Entertainment und MIF 2000. Oh, aber so süß. In Memory of Cassandra, oh, das wird zu schnell. Okay, was ist hier los? Sind wir doch noch nicht ganz durch? Guck mal, wir haben hier einen Notizblock. Okay, dann müssen wir das hier mal noch kurz uns angucken. Ich werde jetzt nicht einfach unterbrechen. Scheiße. Oh Gott, das kann lange dauern. Der war's. Hä? Hatte ich nicht vorher den anderen angeklickt? Nein! Hey! Ach, man muss den Stern auch noch direkt anklicken, sonst Mist. Ich dachte, das verbindet sich dann gleich. So. 9? Was? 9?
Was soll da rauskommen? 9. Ah, 9-1. Ah, okay. Wahrscheinlich. Ja, komm. Was könnte das sein? 1900? Huch, nicht? Sechs? 916. Am 7. August 1915 entdeckte der Astronom Grigory Neujmin den Asteroid 916, später Amerika genannt. Was? Okay. Sollte das jetzt ein Hinweis auf ein neues, auf einen weiteren Teil sein? Okay, und wir sind wieder am Hauptmenü gelandet. Also, ja, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel fandet, wie ihr das überhaupt jetzt interpretiert, dieses Ganze. Also, wir waren ja jetzt anscheinend die ganze Zeit in der Hypnose dieser Frau. Ha, okay. Etwas seltsam, weil wir waren ja trotzdem die ganze Zeit als wir unterwegs, dann als Gregor Samsa. Und wir sind doch eigentlich aber trotzdem wirklich Landarzt und haben eine Verlobte namens Felice. Das wundert mich jetzt, dass Felice gar nicht existieren soll als unsere Verlobte. Also ihr könnt ja gerne mal auch Mutmaßungen in die Kommentare schreiben zu dem Ganzen. Und ja, ansonsten fand ich das Spiel eigentlich echt hübsch gemacht. Also ich mochte die ganzen Bilder. Ich liebe die Musik, vor allem hier die im Hauptmenü. Sehr, sehr schön. Die Rätsel, okay, da kann man sich jetzt streiten. Viel war einfach nur hin und her klicken. Teilweise sehr gemeine Sachen, teilweise doch sehr einfache Sachen. Hat irgendwie auch was, war mal eine andere Art von Rätselspiel. Aber ich weiß nicht, ob es so meins war. Teilweise natürlich lustig gewesen, teilweise auch diese Merksachen mit dem Zug jetzt zum Beispiel, welche Schienen man dann nehmen muss. Aber doch für meinen Geschmack ein bisschen zu viel rumgeklicke und zu wenig logisches Nachdenken müssen. Das war doch eher am Rande. Aber ansonsten muss ich sagen, ja, so mega viele Kafka-Parallelen gab es nicht. Ein paar natürlich, gerade hier am Schluss halt Gregor Samsa aus Die Verwandlung, ganz offensichtlich. Aber ja, doch, eigentlich fand ich es im Großen und Ganzen schön. Ich finde, man hätte jetzt natürlich auch als Franz Kafka-Spiel eine komplette Geschichte nachstellen können. Also jetzt zum Beispiel den Amerika-Roman oder so. Aber weiß ich nicht, ob man das muss. Also ich meine, dann kann man ja auch das Buch lesen. Da braucht man ja jetzt kein Spiel, was eine komplette Erzählung von Kafka nochmal nacherzählt oder die Verwandlung oder sowas. Weiß ich nicht, muss auch nicht sein. Und ich finde, das Gefühl, also es war doch sehr Kafkaesk, die ganzen Begebenheiten, die uns ja in dieser Hypnose anscheinend begegnet sind. Wir hatten auf jeden Fall das schöne Kafka-Gefühl von Alleinsein, Verwirrtsein, alles ist irgendwie seltsam und auswegslos, das war auf jeden Fall da. Und deswegen, ja, ich würde sagen, mir hat das Spiel doch gefallen. Es war jetzt ein bisschen kurz. Ich bin traurig, dass es jetzt doch schon vorbei ist. Heißt aber auch, wir können ein neues Let's Play anfangen. Und ich schau mal, was wir da so schönes Neues machen werden. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann natürlich auch zu einem neuen Let's Play. Und euch hat dieses hier von Franz Kafka gefallen. Wenn ihr den Entwickler unterstützen wollt, sei es jetzt Myth oder MIF 2000 oder Dedic Entertainment, dann holt euch doch das Spiel und habt selber ein bisschen Rätselspaß. Obwohl, na gut, das habt ihr jetzt natürlich alles bei mir sozusagen gespoilert gesehen. Aber vielleicht wollt ihr ja trotzdem das Spiel nochmal aus selbst erleben und nochmal ein bisschen rumrätseln, was da jetzt eigentlich passiert ist. Und wenn ihr das wollt, dann holt euch doch einfach so Franz Kafka Videogame. Und ich verabschiede mich dann von euch. Bye, bye.